Moin und willkommen im Port of Kiel. Wir werfen heute einen Blick auf und in den Ostseekai. Vor uns die Terminals 27 und 28. Ihre Namen haben sie, norddeutsch pragmatisch wie wir sind, passend zu den angrenzenden Schiffsliegeplätzen 27 und 28 erhalten. Terminal 28 ist ein neues Stück Kiel auf 3600 Quadratmetern im Herzen der Innenstadt. Um den Aufenthalt von Kreuzfahrtpassagieren im Kieler Hafen weiter zu verbessern, haben wir ein zweites Terminal am Ostseekai gebaut und bieten hier nun zeitgleich bis zu 10.000 Gästen einen noch angenehmeren Start in einen unvergesslichen Urlaub. Was und wer alles hinter so einer Kreuzfahrtabfertigung steckt und wie das Ganze auch während der Corona-Pandemie funktioniert, lassen wir uns jetzt einmal erklären. Hallo, stell dich doch einmal kurz vor. Ja, ich bin Paul Schnitzer. Ich bin seit Juli 2018 hier im Seehafen Kiel und bin aktuell Port Operation Manager Cruise. Was sind deine Aufgaben beim Port of Kiel? Meine Aufgaben sind quasi die Leitung des operativen Kreuzfahrtgeschäfts. In den letzten Jahren ist es ja doch deutlich mehr geworden und die Anforderungen sind deutlich gestiegen. Wir haben eine Landstromanlage, wir haben größere Schiffe, wir haben mehr Schiffe. Und dadurch ist die Koordination jetzt etwas komplizierter geworden und da versuche ich mit meiner Stelle natürlich das zu bündeln. Wie habt ihr Corona wahrgenommen? Privat, so wie alle anderen. Hier im Hafen natürlich in erster Linie durch das Fehlen unserer Kreuzfahrtschiffe. Wir haben zu Beginn der Saison natürlich eng mit den Behörden zusammengesprochen, welche Regularien neu sind, was sich für uns ändert. Wir waren in Absprache mit Reedereien, wie wir trotz dieser Pandemie Abfertigung der Schiffe sicher gewährleisten können. Wir haben Hygienekonzepte geschrieben, wie wir Personenanzahlen in den Terminals aufteilen können, wie wir Hygienespender aufstellen, wie die Laufwege sein werden, wie viele Personen überhaupt rein dürfen, damit wir die Mindestabstände einhalten können. Und dann natürlich im regen Austausch mit den Reedereien verfeinert, individualisiert, angepasst. Anpassungen waren ja das ganze Jahr über immer wieder notwendig und haben somit es geschafft, dass eben die Mein Schiff 1 im Hintergrund und auch Hapag-Lloyd uns erfolgreich besucht haben und eben Kreuzfahrt anbieten konnten. Welche Rolle hat das Terminal 28 bei der Abfertigung gespielt? Das neue Terminal war natürlich sehr wichtig für uns. Wir haben dadurch deutlich mehr Platz gewonnen, wir haben auch Qualität gewonnen. Durch das schöne neue Terminal haben wir natürlich jetzt eben die Möglichkeit, auf zwei Liegeplätzen zwei Schiffe mit einem eigenen Terminal abzufertigen. Wir haben, wie gesagt, durch die hohe Qualität, die dieses Terminal vorweist, durch die Optik, die dieses Terminal vorweist, natürlich auch eine hohe Akzeptanz und eine große Zufriedenheit bei den Fahrgästen, aber auch bei den Reedereien natürlich, einen relativ positiven Anklang. Das heißt, Kiel entwickelt sich weiter, Kiel wird schöner und größer, für attraktiver eben für Reedereien. Was war dein persönliches Highlight des Jahres? Mein persönliches Highlight war, diese Stelle zu bekommen. Ich bin ja nun seit Mai diesen Jahres in dieser Stelle drin und ich freue mich natürlich sehr, sowas jetzt führen zu dürfen. Wir haben natürlich eine ganz besondere Saison erlebt. Das heißt, eine normale Einarbeitung in eine normale Saison wird hoffentlich dann erst nächstes Jahr stattfinden. Aber es war natürlich ein absolutes Highlight, mir jetzt Gedanken machen zu können, wie man doch sowas bestehen kann, so eine Aufgabe bestehen kann und überwinden kann, erfolgreich. Und was war deine größte Herausforderung? Ist genau dasselbe tatsächlich. Auch die Corona-Krise natürlich zu meistern, beruflich zu meistern. Eben Hygienekonzepte zu schreiben, auf deren Einhaltung, Änderung in den Regularien einzugehen und das alles auf dem Laufenden zu halten und auch fürs Wohlbefinden der Passagiere, wie wir das gestalten können. Und wie die Abfertigung mit dem Hygienekonzept abläuft, schauen wir uns jetzt einmal an. So, Wartebereich für die Passagiere, die Koffer abgeben. Hier ist dann die Kofferannahme. Dann geht es hier weiter, werden die Koffer hier abgestellt, von dem Personal auf die Röntgengeräte gestellt. Und von hier aus geht es wieder an die Luft und in Richtung Terminal 28. Im
öffnet den Incheck-Bereich für die Gesundheitsfragebögen. Die werden dann hier abgegeben. Dann gehen Sie hier zum Händedesinfizieren. Und gehen dann weiter zu den Temperaturmessstationen. Haben wir den Eingang für die Suiten, das ist unser zweiter Eingang dann, für die Gäste, die Suiten gebucht haben, ist das gleiche System, Gesundheitsfragebogen abgeben und einmal zu den Temperaturmessstationen. Alle Gäste, die über 37 Grad sind, werden dann in diesen Raum gebeten. Hier wird hier nochmal Befragung durchgeführt, ob jemand Halsschmerzen hat oder irgendwelche Symptome, was Erkältung angeht und nochmal genauer nachgefragt. So, wenn das alles erledigt ist, gehen die Passagiere diesen Weg. Gehen einmal durch diese ganzen Schnecken und gehen einmal zu den Tischen, die auf der anderen Seite stehen. Da gehen wir aber nochmal hin. So, hier haben wir 10 Teststationen für die Passagiere, die alle jetzt noch einen Schnelltest machen müssen. So, hier ist dann nochmal ein Kontrollpunkt. Für die, die einen Test gemacht haben, kriegen eine Nummer. Hier wird die Nummer nochmal abgeglichen, dass sie auch wirklich beim Test waren. Und dann geht es für die Passagiere nach oben. Hier sieht man nochmal einen Wartebereich, weil nach diesem Test müssen wir noch eine halbe Stunde ein bisschen verzögern. Deswegen werden die Passagiere sich hier so ein bisschen aufhalten, bevor sie weiter ins nächste Terminal gehen zum Check-in. Die Wartezeit beträgt ca. eine halbe Stunde. Hier haben wir noch einen Außenbereich für die wartenden Gäste, die noch diesen Test abwarten müssen, können sich auch draußen aufhalten. Ist der Test negativ, geht es weiter in Richtung Terminal 27. So, von hier aus geht das dann weiter ins nächste Terminal. Hier nochmal Desinfektion. So, hier wird nochmal aufgeteilt zum Suiten-Check-In und normalen Check-In. Diesen Test drüben im anderen Terminal kommen die Gäste in dieses Terminal und befinden sich dann jetzt hier in den richtigen Incheck-Bereich, wo sie auch ihre Tickets kriegen und dann durch die Röntgenanlage gehen. Hier ist die letzte Abfertigung und dann geht das direkt rüber zu den X-Ways-Geräten für die Gepäckdurchleuchtung. Nach einer letzten Sicherheitskontrolle geht es dann endlich an Bord. Volle Kraft voraus. Nach einer neuen Landesverordnung gibt es zunächst ein Verbot für Kreuzfahrten. Für nächstes Jahr sind wir dann aber bestens gewappnet.